Welcome back zu einer anderen Folge, meine Freunde. FF7 Rebirth. Wahrscheinlich mittlerweile Video 250 oder so. Ich weiß es nicht. Nee. Oder könnte auch mittlerweile schon so weit sein, aber. Ja, wir sind immer noch Kapitel 13. Und. Ich bin gespannt, was hier auf uns zukommt. Und mit dabei, live auf unseren Ohren, ist der kleine Sportler, aka Patrick, aka der Großschwänzige aus Göttingen. Ne, der Großschwänzige. Nee, ich habe heute schon was festgestellt. Also wer noch größer ist. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Oder darf ich? Je nachdem, wie jugendkonform das ist, wir sind dann hier auf YouPorn. Wenn du es nicht zu ausschweifend erzählst, kannst du es erzählen. Okay, was waren deine letzten Worte? Damit ich nochmal überlege, ob ich sagen darf oder nicht. Dass meiner größer ist. Ach nee, dass deiner größer ist, wirst du jetzt bestimmt sagen. Nee. Definitiv nicht. Ja, okay, kindgerecht. Boah, pass auf. Kennst du den Unterschied zwischen Fleisch und Blut? ja, kenn ich. Ja, sehr gut, okay. Dann, also, wenn du heute, nach den öffentlichen Medien, ich muss ein bisschen umreden, nach den öffentlichen Medien, die ich heute gesichtet habe, der war halbbabsch. Keinen gewissen Punkt hattest heute, dann würde ich sagen, dass du einen Fleisch hast. Nee, hab tatsächlich nicht. Und ich einen Blut. Ja, hab ich auch. Nee, der war halbbabsch, deswegen sah er so aus. Wie so eine Fleischpeitsche. Okay. Ja, schön, du hast so jugendgerecht versucht zu erklären. Warte, passt du mir. Oh, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Der Lebensstrom im Tempel des alten Volkes. Fülle Gefäße des Lebens mit Energie aus dem Lebensstrom. Auf diese Weise kann Eros im Tempel des alten Volkes wieder zu Stabilität verhelfen. Je nachdem, wie viel Energie Eros sammeln kann, wird bei Kampfbeginn etwas Schutz gewährt. Aha. Na gut, dann gucken wir mal, was hier Aris mal zu machen müssen. Ziele mit. Auf ein Gefäß. Wenn du genug Energie hast, dann nimmst du lieber. Und drehe dann an, um die Energie mit deinem starken Gefäß zu leiten. Diese Art kannst du den Tempel teilweise stabilisieren. Oh Gott. So. So, jetzt ist so ein Ding hier wieder, oder? Aber wenn ich das sehe,
Hä? Wie soll ich denn das? Oh. Oh, was ist denn das jetzt schon wieder hier, ey? Ja, richtig. Im Lebensstrom und der Haltreit. Deine Energie in der Leben. Ach, hier ist so ein Scheißding, alles da. So. Gefäß. Von Gefäßen, die nur teilweise gefüllt sind, kannst du die Energie des Lebens zu spät wieder. Was? Nee, warte mal. Oh, das ist ja absolute Verwirrung jetzt erstmal. Oh ne, was ist denn das für Pissvieh? Das ist der Nastasia Fickvieh. Das ist die, wo Patrick immer drauf steil geht. Da müssen wir Ausdauer rausnehmen für die Analyse. Denkst du immer dran, jeden Gegner zu analysieren, Patrick? So, unmuted? Ja. Mache ich immer, bei jedem Gegner. Ich habe vorhin schon gegen Yuchu gekämpft und ich muss ganz ehrlich sagen, also erst hat er mich ein bisschen abgefuckt. Das war einer der ersten Gegner, der mich wirklich mal außer Yin und Yang herausgefordert hat. Ja, ja. Fühle ich. Und ich muss aber sagen, finde ich ein bisschen scheiße. Also hat mich was ein mit dem passiert gemacht. Ist? Mhm. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil der Typ ist kein richtiger Bösewicht. Ne? Also er wollte kämpfen, klar. Und er hat wahrscheinlich so seine eigenen Ziele gehabt. Aber er war, auch wenn Cloud das nicht so sehen wollte, er war ein Freund. Genau. Er war gut. Und hat mich jetzt echt ein bisschen traurig gemacht. Also Rojo hat ihn versaut. Genau. Aber das soll das Spiel ja mit dir machen. Emotionen wecken und glauben, es wird noch schlimmer. Ja, das hat es auch wirklich gemacht. Ich habe schon irgendein Bild gesehen mit Abyss und Cloud. Das hat mich schon getriggert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wieso siehst du solche Bilder? Wie geht denn sowas? Ja, im Internet. Machst Internet aus, guckst du viel Internet. Wieso sehe ich denn solche Bilder nicht? Ich lese nicht mal. Ich hab irgendwas mit Final Fantasy 7, also mit dem dritten Teil versucht zu googeln, wenn der rauskommt. Und dann habe ich irgendein Bild gesehen, wie Cloud Aris in der Hand hält. Und dann dachte ich schon so, ach du Scheiße. Der Typ versalzt das Spiel einfach selber. Das muss man überhaupt mal schaffen. Hm? Ich sage, du versaust das Spiel einfach selber, das muss man nur auch verdammt. Ja, das wollte ich ja noch nicht mal, aber das Bild wurde mir angezeigt und das Bild sagt 1000 Worte. So. Ich halte mich bedeckt. Jetzt mache ich erstmal meinen Kanal-Trailer von Sparta Wars. Versuche ich das Ende gerade mit dem Strich durchzumachen und das in planlos sein Fisch. Ich kämpfe gerade, ja. Kann ich die ganze Zeit quatschen?
so, warte mal, okay. Hä? Okay. Das ist natürlich eine spannende Spielmechanik ja wieder. Yo, ich bin Sido. Hier auf Alter. Alter. Patrick, ich höre das auch. Was? Yo, that's you, das ist das Mixtape zur Tour. Hä? Wie geht das denn? Alter, Jona. Hallo, Aris, du Fotze. So. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz was. Wenn du es jetzt gleich nochmal hören solltest, dann probier mal. Probier ruhig. Jetzt hörst du es, ne? Nö, jetzt höre ich nicht. Das gerade auch gehört? Nö. Gruß und Termin. Zwischendurch brauche ich kleine Menschen. Dafür vertraue ich dir der Frische der Minor-Profession. Mit einer Note von ätherischen Öl. 24 Stunden wohl 5 Geschenke. Doch, jetzt hör's. Ja. Ja. Ich höre. Du hast gesagt, dass du aufhörst. Das lief nicht. Wir haben uns versprochen. Du sei doch treu, aber einer blieb nicht. Wir kennen uns. Ja, ich höre. Physischer Attacke. Dieser Schlag wurde von Zetra zum Schutz des Planeten geschaffen. Lebensgrüß. Mach den Ausführungen. Dann gehe ich jetzt aus raus, weil du bist ja am Stream und ich will ein bisschen Musik hören nebenbei. Weiß nicht, was da stell da ein, dass das, Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung, Jura, das macht. Keine Ahnung hiervon. Dass du sozusagen keine Ahnung von dem, was du da tust? Nee, Jura hat mir das jetzt hier heute eingestellt. Ich habe keine Ahnung, Hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich noch. Soll ich dich sagen? Ja, ja, ja. Hörst du es immer noch? Nein. Jetzt hörst du es nicht? Nö, ich höre ich. Jetzt hörst du mich, aber du hörst keine Musik. Genau. Okay, dann war es mein Fehler. Dann habe ich es jetzt rausgefunden. Also wie immer. Ja, genau. Jetzt sehe ich nur noch eine dicke, schwangere Frau von Sido. Du liebst mich nicht. Oh, ich liebe dieses Lied, ey, ehrlich. Das hat er doch aber, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Du liebst mich nicht, ne? Ja, ja. Nee, das ist ein Cover von einem anderen, ne? Nee, das ist, Sido hat sie selber gecovert. Macht man ja auf Mixtapes so. Also dieses Video, das ist so pervers gut, wenn man das versteht. Was, das Video? Mhm.
Ich dachte, du hörst so ein Mixtape gerade an. Oh. Also Sido, ne? Ja. Guckst, na, hörst du das auf Spotify, das Mixtape, oder? Nee, YouTube. Also Real Talk, frage ich mich gerade hier. Gibt schon nur 10.000 Wege, wo man lang gehen kann? Das macht mich schon wieder alle. Ich hasse das. Wenn es 5 Millionen Wege gibt. Warte mal, wir haben ja Yuffie dabei, das heißt, den Hurensohn können wir wegbringen. Der Ohrdrachen war windanfällig, das heißt. Ach, im Übrigen, hast du gleich 2 Minuten labern? Ja, nur klar, mach. Im Übrigen, meine Frau, ne, also die macht ja auch mal so Bilder gerne bearbeiten, Videos bearbeiten, pipapo, und dann dachte sie heute so, ja, sie würde gerne so, ne, von unserer Tochter und ihr so ein bisschen Videos bearbeiten und die irgendwo so festhalten und so, und dann hat sie dann so erzählt, ja, hier, ich habe dir doch schon erzählt mit meinem YouTube-Account, ich habe doch durch Marcel, der hat mich doch so ein bisschen auf den Trichter gebracht, dass so ein Tagebuch zu sehen, was jetzt kein Tagebuch ist, aber so drauf zu scheißen mit Algorithmus oder sonst irgendwas und nicht reiner Gaming-Kanal, pipapo, so eine Scheiße, sondern ich lade jetzt einfach von mir hoch, was ich hochladen will, und wenn das irgendeine Kategorie erfüllt, okay, und wenn nicht, dann scheißt der Hund drauf, dann ist das etwas, was bleibt, wenn ich nicht mehr bin, so. Mhm. Dann sagst du, dann mach das doch auch. Und du kannst den Account auch notfalls privat stellen. Dann sieht das keiner außer dir. Wenn du es also öffentlich machen willst, dann wird es wahrscheinlich sowieso keiner anklicken. Und wenn doch, dann, mein Gott, dann ist es halt so. Dann machst du es halt einfach so, ne? So. Aber dann hast du nur deine Sammlung, die nicht verloren gehen kann, weil sie ja irgendwo im Internet, ne, gespeichert ist. Richtig. So, und dann dachte ich, ja, irgendwie hast du ja recht. Sag ich, ja. Und auf den Trichter hat Marcel mich auch gebracht, ne? Ich habe auch immer gedacht, lad Videos hoch aus dem Stream und dann machst du einen reinen Gaming-Kanal. Ja, Bullshit. Das macht jeder x-beliebige Mensch auf diesem Planeten mittlerweile, weil jeder Flossi und Montana Black nachmachen will, weil die so gehypt sind. Ja, scheiß der Hund drauf und scheiß der Hund auf Algorithmus oder sonst irgendwas. Lad hoch, was du hochladen willst. Wenn es jemand liked, okay, freudig, ist cool. Und wenn nicht, mein Gott, dann scheißt der Hund drauf. Denn das Leben geht genauso weiter wie vorher. Ganz außer, genau. Dass du einen Kanal hast, wo du Sachen hochlädst. Genau. An diesem Punkt nochmal, weil du gerade vielleicht ein Video machst. Vielen Dank für diese Idee, Air Max. King Air Max. Das kommt in die Titelbeschreibung. Das wird der Aufhänger des Videos. Der Cliffhanger. Nein, alles gut. Also unter der Prämisse gebe ich meine Ideen ja gerne ab, wenn ich meine Credits dafür kriege. Wenn ich im Abspann abgeführt bin, weißt du? Wie bei den Filmen. Ja, weißt du, ich bin ja nicht einer dieser Menschen, die dann irgendwie sagen so, oh, ich habe, weißt du, ich habe mal nachgedacht, ich habe so eine richtig coole Idee, was ich jetzt mache. Das wird das Ding des Jahres, ne? Nein, ich sage wirklich, nein, ich bin, habe ich auch in dieser Beschreibung, habe ich die geschickt, Beschreibung eingefügt. Durch die Idee eines Bekannten oder Freundes, ne, hab ich mich entschlossen, pipapo, bla bla bla. Also ich bin keiner, der sich mit falschen, wie nennt man das? Federn. Hm? Mit falschen Federn. Ja, genau, mit falschen Federn schmückt, genau, das wollte ich gerade sagen. Ach, dieser Pembel. Wie schön, dass wir uns so ergänzen. Ja. Oder du mich ergänzt. Na, es kommt drauf an, wenn wir zusammen zocken, ergänzen wir uns sehr gut gegenseitig. Du bist die Vernunft und ich bin das Chaos. Das ist das Einzige, was ich kann, zocken. Bestimmt frage ich dich irgendwann, wenn ich doch ein Haus bauen sollte, ob du das malern kannst. Boah, und da träume ich von. Ich buche mir ein Hotel und helfe dir eine Woche lang. Da träume ich von. Ach, da brauchst du, ich glaube, kein Hotel buchen. Zu der Zeit werde ich eine Wohnung haben, wo du kostenfrei wohnen kannst. Ne, ich will bei dir wohnen. Bei mir wohnen. 2 Tage, dann schmeißt du mich raus. Ja, das höre auf mit der Scheiße. Dieses Vibe macht mich echt wahnsinnig. Ich würde gerne bei dir reinschauen, aber das zeigt zu viel.
Ich habe bei dir sowieso schon viel zu viel gesehen. Naja. Alleine jetzt frage ich mich schon die ganze Zeit, wo kommt Reno her? Warum ist er auf einmal wieder da? Weil er seinen Sofa ausgeschlafen hat. Oh, krass. Wenn du so viele mögliche Wege hast, macht mich das fertig. Aber da kann ich ja dort oben dann eigentlich wieder mein Dings rausziehen, oder? Boah, ich muss ja auch wieder um 10 Ecken denken, Alter, Schatz. Also das ist auf jeden Fall ein anderer Lachs wie das Finale von Remake. Die letzten zwei Kapitel. Du musst ja also wirklich. Das muss ich sowieso sagen, ne? Also FF7 Remake habe ich ja wirklich. Ich weiß gar nicht, wann kam jetzt Rebirth seit dem Remake raus? Also wie viele Jahre später? 4. Hier, siehst du, ich habe es bestimmt 2 oder 3 Jahre später erst angefangen, obwohl ich wusste, dass es existiert, aber ich wollte es irgendwie nie spielen, keine Ahnung warum. Dann habe ich es gespielt wegen dir, weil du es angefangen hast, und dann dachte ich so, Alter, das ist so geil, ne? Und jetzt kommt Rebirth raus und ey, also das Remake ist ein Scheiß gegen Rebirth. Ja, auf jeden Fall. Meine Frau, die ist ja normalerweise und normalerweise ist das ja so. Kennt man ja auch aus Filmen und sowas, ne? Der erste Teil ist immer geil, die zweiten gehen noch, die dritten werden schlechter und dann weiter so, ne? Matrix zum Beispiel, ne? Ja. So. Ich weiß nicht, ob du Equalizer kennst mit Denzel Washington. 2 war noch richtig geil, der dritte ist okay, aber man merkt schon, er ist alt. Ja. Also wird schon schlechter. Es war, sagen wir es mal so, es war schon eine Enttäuschung für das, was man erwartet hat eigentlich von Equalizer. So. Also so, bei Rebirth dachte ich, genau, und bei Rebirth dachte ich auch so, ja gut, okay, wird schon gut sein, aber bestimmt nicht mehr so gut wie der erste. Aber alter Schwede, ey, der Remake ist ein Scheiß gegen Rebirth, ne? Und jetzt bin ich natürlich wirklich aufs Ende gespannt und denke mir wirklich, Alter, was müssen die mit dem dritten Teil dann raushauen, ne? Also wenn jetzt der zweite Teil ist ja schon geiler als der erste, was wird mit dem dritten Teil passieren? Also ich bin echt gespannt. Eine 300 Stunden Spielzeit. Ja, aber ja, Spielzeit ist schon wirklich, ist wirklich schon abgrundtief böse, ne? Also. Aber muss man überlegen, wie wir schon haben, ne? Wie viel Geld du für wie viel Spiel du für dein Geld kriegst, ne? Das ist krass. Ich sag mal so, also wir Familienväter haben mit Rebirth schon ein halbes Jahr zu zocken. Ja. Für Platin. Also mit dem dritten Teil haben wir bestimmt ein Jahr zu zocken. Nee, im dritten Teil, da bin ich ja dann von Vollzeit von den Serien und auch schon alles drin. Also da können wir Familienväter schon bald in Rente gehen. Du bist doch kein Vierter. Wer weiß? Kann natürlich sein. Vielleicht ist der dritte so groß, dass er nochmal auf 2 Teile aufgeteilt werden muss. Ich sag nur, Avengers wurde auch geplant für als 2 Teile eigentlich. als 3 Teile und dann sind 4 Teile draus geworden. Boah, du Pitschi. Warum fällst du mich doch nicht die ganze Zeit? Geh doch mal auf Aris die Mitte. Aber heute habe ich auch Lea und Jona erstmal vorgehalten, ne? Also ich könnte froh sein, dass ich streame. Hast du den vorgehalten? Ja, habe ich den vorgehalten, dass sie froh sein können, dass ich streame. Dann sagen die beide so, warum? Sag mal, seht ihr das nicht? Nö. Sag ich ja, hallo, ey, hätte ich nicht angefangen mit dem Stream vor 3 Jahren, also dieses Jahr sind es 3 Jahre, dann hätte ich niemals Ermix kennengelernt, wenn der mich nicht bei Resident Evil Zero besucht hätte. Ja. So, und wenn ich den nicht kennengelernt hätte, hätte ich Jona nicht kennengelernt. Und hätte ich Jona nicht kennengelernt, hätte Lea niemals Jona kennengelernt, ne? Also. Absolute endlose Verkettung. Wenn mein Stream irgendwann mal beendet wird, weil ich denke, hat keinen Sinn, ist scheiße,
dann hat es ja irgendeinen Sinn gehabt, weil Lea und Jonas sich kennengelernt haben, ne? Schenken die Bäume nicht. Ich sehe das genauso. Das war schon mal Sorge, wenn ich sage, ja, selbst wenn da nichts Krasses bei rumkommt, dann hat sich's alleine deswegen schon gelohnt. Mal abgesehen davon, dass der Lehrling seinen Meister gefunden hat. Ich muss gleich wieder übertreiben. Ja, der Krypto-Lehrling hat seinen Krypto-Meister gefunden. Naja, das wäre aber auch alles ohne Stream nicht möglich. Also, weil wir uns da ja quasi nie kennengelernt haben. So, das war mein Flugwissen aus dem Mann, also drum durch den Kopf mit der Position. So, was war da jetzt anfällig? Blitz, also brauchen wir wieder einen Jitsu. So, Aris, ich will mal deine scheiß Fähigkeit da ausprobieren. Leben macht. Oh, krass, das muss ich mal ausprobieren. Hat er vorne nicht geheilt? So, Sternstaubstrahl. Nicht übel, sprach so diese und verschwand in der Wand. So, also das ist einfach eine Kamikaze-Attacke. Geisteskrank. Alice, du bist ein geisteskrankes Stück Scheiße. Ich frage mich, warum Patrick auf dich steht. Ja, Alice ist schon geil, ne? Also... Jonah hat mir neulich ein Bild gezeigt von einer Cosplayerin, die wirklich originalgetreu, ungeschminkt aussah wie Eris. Also alter Schwede, wenn ich Single wäre, ich würde alles tun, die kennenzulernen. Aber ich bin verheiratet, ich bin glücklich. Ah, das kann man ändern. Was ist das mit dem verheiratet? Aber gut, so aussehen hilft ja auch nicht alles. Sie muss ja auch den Charakter haben. Wie Aris? Ja, na klar. Aris ist ein bisschen nervig. Ja, okay, nein. Klar, zum Leben. Hä? Die war's geil. Die kann dir geile Cocktails mixen. Die hat große Okumuletten. Scheiß auf Tifa, Aris hat schon keinen Charakter. Findest du? Klar. Aber die Viasek. Also zumindest laut meinem Stand bisher. Ja, genau. Du findest eine geil, die auf 6 steht. Ich nicht. Ich will Tifa ballern. Das ist die einzig wahre. Weil die steht auf Nein, uns. Nein, ich will Eris. Ich will ihr die rote Lederjacke ausziehen, dann das Nachtkleid hochziehen. Sie am braunen Pferdeschwanz zupfen, ihr in die blauen Augen gucken und sagen, jetzt bist du fällig. Und 50 Sekunden später sagt sie, okay, das war ein schneller Kill gewesen, wenn ich jetzt fertig bin. Ja, genau. Sagt sie, du bist fertig, mein Freund. So in der Art. Nee, wenn ich fertig bin, will ich, dass Aris sagt, nein, mein Freund, erst wenn ich sage, du bist fertig.
Und dann holt sie ihren, dann holt sie ihren Stab von hinten raus. Von hinten? Na ja, Mensch, aus der Ledertasche, keine Ahnung, aus der Jacke. Ja, ja, natürlich. Wie klar. Der Devil, der klappt sich aus, der Blindenstock. Ja, ja. Der klappt sich aus und dann sagt sie, Junge, jetzt geht das richtig los. Und dann gehen wir in die Kirche erstmal Blumen beten. Und Red 13 sorgt dafür, dass ich den Raum nicht verlasse. Vor allen Dingen, ich hab doch das Scheißding hier unten jetzt komplett umsonst. Das war doch. Was gab's denn hier? Das ist doch die übelste Verarsche. Das hat mich doch jetzt auch mehr Energie gekostet für nichts. Wieso kann ich denn die eigentlich nie wieder zurückzapfen? So eine. Oh, halt, stopp. Genau, und Tifa sitzt am Klavier und spielt ihren scheiß Drecksong, den kein Mensch schafft, außer deine Frau. Und Barrett hält das Bett, damit es nicht bricht. Barrett ist der Sieger der Herzen. Stell dir mal vor, Barrett mit seinem Kanonenarm, wenn der fingern will. Die kann er ja abstecken und einen fetten Riesendildo dran stecken. Ist ja alles Click to Pay. Click to Pay? Scheiße, ich hab jetzt noch die Chance links in das Ding zu gehen. Ich wusste ja nicht, dass jetzt hier das. Dass das schon da. Letzte Woche. Pause machen. Ja, genau. Ohne dich sind wir schließlich aufgeschmissen. Jetzt kuschelt die Yuki echt mit der Alice. Was? Gut, aber nur kurz. Ah ja, jetzt spielen wir wieder den Crazy Motherfucker. Genau. Alter, was passiert denn jetzt? Verwandeln sich die Toten durch Lebensstrom? Nicht groß fragen, kämpfen. Los geht's. Ein neuer Weg, ah ja. Ja, meine Freunde. Oh, ich muss mal meine Kackpresse wieder einblenden. Wir werden sehen, wo uns der neue Weg hinbringt. Ich hoffe, ihr schaltet ein bei der nächsten Folge, weil ich sage, hier oben Abo-Button drücken und auf Wiedersehen. Dann werden wir uns wiedersehen. Bis euer Arme.